Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Zweisternhof. Ich muss mich noch dran gewöhnen. So, wir können den Helfer gleich anschmeißen. Genau, der fährt. Ach, der Helfer ist auch schon fast voll. Da lassen wir ihn erstmal mal anhalten. Komm her. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Er dreht, ne? Er dreht und fährt voll in die Frucht rein. Oh Mann, aber eigentlich muss der vielleicht. Vielleicht schafft er es nochmal hoch und zurück. Ja, Alter, macht den Mais nicht kaputt. Was stimmt denn nicht bei dir? Ja, komm. So, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade laut genug ist, aber ihr werdet es mir schon in die Kommentare schreiben, ob es laut genug ist. Wow. Wird ja ein bisschen eng mit unseren großen Claws. Claws. Immer Klaas, Case. Entschuldigung, es ist ein Case, oder? Ja, ein Case. Wir haben, glaube ich, auch sogar eine Case-Mütze auf, oder? Oder vom Drescher die Mütze. Das weiß ich gar nicht. So, das müssen wir hier noch mit dem Drescher abholen. Genau, wir wollten das hier abholen. Das hatten wir noch in der letzten Folge gekauft. So. Uah. Du kommst hier ran. Der hat aber auch Power. Aber wir hätten damals vielleicht doch mal als erstes gleich das. Oh, da haben wir nicht überlegt, ne? Wir hätten das Schneidwerk gleich auf den Wagen packen sollen. Dann hätten wir das so separat abholen können. Oh Mann. Willst du über die Straße? Ja. Okay, komm. Hi Klaus. Ja. Tag. Klaus. Guck da nicht auf die Straße. So. Wilde ist auch noch unterwegs. Na, komm, ich fahre mal rum. So, das ist glaube ich auch noch unsere Wiese hier, ne? Die gehört uns auch noch. Das ist super. So. Irgendwie spinnen die Autos, ich weiß nicht warum. So, dann werden wir mal. Kann man den öffnen eigentlich? Das Ding kann man nicht öffnen. Okay. Den kann man aber öffnen, der ist jetzt offen. Dann werden wir erstmal schnell unser Saatgut, unser Dünger. Okay, das machen wir gleich. Na komm, ah, das hat perfekt gepasst. Na komm, Fett. Boah. Der hat schönes Knattergeräusch. Haben wir den eigentlich? Den haben wir gar keine Pflegebereifung drauf gemacht, ne? Da müssen wir nochmal hin. Ich glaube, wir brauchen den mit Pflegebereifung. Na komm. Schmeiß rein im Mist. So. Ich wollte mir jetzt erstmal voll tanken. Wo ist denn? Ich glaube hier lang. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir was haben. Das müsste Dünger sein. Wow. Sehr schön, das kriegen wir hier voll. Sehr schön, dann können wir die schließen. Ich stelle mal hier hin. Und da wollten eine Sämaschine haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Die haben wir, glaube ich, letzte Folge noch nicht gekauft. So, komm, du kommst auch hier. Dich können wir hier drunter stellen. Senken. Ja, sehr schön. So, jetzt das Pflanzenschutzmittel. Den hätten wir hier auch mit hier hinstellen sollen. Ach, Mist. Ach, egal. Wo ist denn unser Pflanzenschutzmittel? Da vorne. Dann stellen wir dich hier hin. Oder erstmal. Sehr schön, das funktioniert auch. Den setzen wir mal zum Dünger ab. Die beiden können. Kann ich den aussenken, ohne dass er kratzt? Jawohl. Können wir hier durchfahren. Und dich setzen wir direkt daneben ab. So, Leute. Der passt aber auch haargenau hier drunter. Oder? Ja. Okay. Den müssen wir doch woanders hinstellen. Nicht, dass wir hier Probleme mit unserem Dach bekommen. Ihr habt es gerade gesehen. Dann werden wir doch neben den abstellen, neben den großen Tank. Das ist okay, so und rum.
So, dann bauen wir noch eine Seemaschine. Denn wir wollen gleich ansehen. Zack. Abgestellt. Und rum. Die werden wir auch gleich holen. Haben wir ein Gewicht eigentlich? Haben wir ein Gewicht? Das weiß ich gar nicht. Glaube ich, für den haben wir noch kein Gewicht. Da können wir uns auch gleich nochmal ein Gewicht kaufen. Ach, die ersten zwei, drei Folgen. Ja, zwei, drei Folgen müssen wir noch Haufen Sachen kaufen, Leute. Ihr wisst es. Denn wir fangen an. Wow! Wow! Ihr habt's gesehen. Ey, der ist voll rübergefahren. Ach, oh, gut, der Case, der ist gute Qualität, ist nicht gleich kaputt. Der hat uns total geschnitten, Leute. Habt ihr das gesehen? Der hat uns total geschnitten. Guten Tag mal. Gut, dass hier kein Blitzer ist. Ich glaube, wir hätten hier schon unseren Führerschein verloren. Ah, hier ist sowieso 50. So, Leute. Und jetzt wollen wir nochmal eine Seemaschine holen. Zack. So. P. Und. Wo ist denn die Seemaschine? Da. Und ich würde sagen, wir kaufen uns den Klima. Ich würde zwar gern den nehmen. Ich weiß aber nicht, ob der funktioniert. Ich würde den echt gern nehmen. Ich weiß aber nicht, ob der funktioniert. Deswegen nehmen wir lieber nochmal den. Kaufen. Ein Gewicht können wir auch gleich kaufen. Da reicht hier. Das reicht. Kaufen. Sehr schön. So, können wir das auch schon mal wegbringen. Und eigentlich könnten wir. So, wir könnten auch eigentlich. Warum fährst du nicht weiter? Wir könnten den eigentlich auch schon mal anfangen lassen zu flügen. Die stellen wir mal kurz hier ab. Dann kann der schon eigentlich flügen. Das müsste der eigentlich schaffen. Absetzen. Dann kann der anfangen schon zu flügen und wir fangen gleich mit den anderen Sachen an. Das ist aber auch hier schön. Das Feld hier mit den Gräsern. Wo gehen die eigentlich kaputt? Ne, die gehen nur hoch und runter, oder? Ja. Da brauchen wir mal ein Foto von. Ah, ein Stückchen weiter weg. So. Und. Foto. Sehr schön. Und jetzt kann der hier starten, unser Hoftraktor. Kann auch ein bisschen noch im Feld mitarbeiten. Fängt es denn hier an? Hier müsste es ein. Erstmal klappen wir ihn auf. Passt das? Okay, wir müssen da ein Stückchen vor. Jetzt fängt er an. Wie schnell kann man mit den Flügen? Ich glaube schneller, oder? 12. Ja, 9, ja gut, ist berghoch. Das können wir machen. Das schafft er. Gucken wir nochmal kurz. Wie viel. Okay, das geht ja wohl doch nicht. Da brauchen wir. Na gut, du kannst nochmal hoch und runter fahren. In der Zeit holen wir den. Er braucht 180 PS. Oh, das ist doch ganz schön viel. Ich dachte, der braucht nicht so viel. So, komm, dann kommen wir mit unserer großen Seemaschine. Das wird jetzt aber eng, wenn uns einer entgegenkommt. Haben wir einen Kreisel hier? Nee, haben wir nicht. Das kann ja jetzt was werden, wenn wir jetzt Gegenverkehr bekommen. Na, fährt er sie um? Fährt er sie um? Oh, Raudi. Er fährt ja fast die gute Frau um. Ja, das ist aber. Ja, dann müssen wir den Fiat gleich noch umtauschen. Ich wollte sowieso noch Pflegebereifung draufschmeißen. So, da brauchen wir auch noch ein Mähwerk. Ein Schwan, das brauchen wir auch noch alles. Oh, das Geld, das ist knapp.
Ja gut, aber wenn man gleich wieder große Maschinen kauft und Drescher. Aber Leute, ich habe in diesem Let's Play vor, in den Wald zu gehen, in den Forst. Es gibt, ich gebe es zu, ich bin nicht so der mit den Stämmen, die fertigen laden kann, also mit dem Traktor ich oder mit den Greifern. Ich kann es einfach nicht. Also ich kann es schon, aber das dauert so ewig und so mühselig bei mir. Deswegen haben wir jetzt, habe ich heute bei Modhoster gesehen, ein Autoload-Wagen. Oh, er ist gerade mal runtergekommen. Warte mal. Komm, das schmeißen wir mal kurz runter. Dann kommst du mal kurz mit. Ein Autoload-Hänger für den Forst, für die Baumstämme. Dann werden wir auf dieser Map mal ein bisschen Forst machen, um mal ein bisschen das Geld reinzukriegen. Aber erstmal kannst du hier ran. Du hast locker 40 PS mehr, das müsste reichen. Ja, ich fahre doch schon zur Seite. So. Aber bevor wir da wieder hinfahren, gurken, wollte ich mal gucken, ob sowieso Pflegebereifung überhaupt drauf kann. Breitreifen. Pflegebereifung kann er. Dann werden wir das mal noch machen. Und dann könnten wir ja. Pflegebereifung können wir uns holen. Das ist auch nicht der schnellste, ne? Wow, oh. Es reicht. Schneller darf er nicht sein, sonst wären wir jetzt gerade voll gegen heraus. 25, naja, ist okay. Oder haben wir hier eine Werkstatt? Haben wir eine Werkstatt am Hof? Nee, glaube ich nicht. Naja, dann fahren wir halt schnell. Aber das haben wir keine Werkstatt am Hof. Schade. Naja, Pflegebereifung, ah, das habe ich damals beim Kaufen nicht beachtet. So, wir haben noch 303.000. Ta-ta-ta. Wir brauchen noch ein Mähwerk. Wir haben noch gar nicht geguckt, ob wir hier. Da müssen wir gleich mal uns nochmal umgucken. Ob wir ein Silo hier auf der Map haben. Ich glaube es nämlich nicht, weil da müssten wir uns auch noch ein Silo kaufen. Ein Silo, ein Ladewagen. Oh, das ist alles noch teuer. Hier ist auf jeden Fall. Gucken wir mal. Das müsste unsere Wiese sein. Ja, das ist unsere. Oh, die ist groß. Machen wir mal wieder klein. Das ist eine schöne große Wiese. Und wenn wir sie irgendwann mal alle haben, die Wiesen da, da können wir dann jede Menge Gras runtermähen. Ja. Aber das Mähwerk, das könnten wir auch erstmal. Dachte das Mähwerk. Das gucken wir uns auf jeden Fall. Den Mais könnten wir verkaufen. Erstmal können wir nicht alles verkaufen, was wir auf den Feldern haben. Das werden wir, glaube ich, auch so machen. So erstmal. Ich glaube, wo müssen wir parken? Hier müssen wir parken. Konfigurieren. Pflegebereifung. Danke. So, aber mähen. So, was haben wir alles? Wir haben die Traktoren haben wir. Wir haben eine Sämaschine. Einen Pflug, der gerade pflügt. Sämaschine, wir haben einen Hänger, wir haben einen Mähdrescher. Das ist schon mal schön. Dann gehen wir nochmal rein. Eine Kettensäge können wir uns schon mal holen. Die kaufen wir uns auf jeden Fall. Nehmen wir Stiel. So, jetzt gucken wir mal. Dolly. Oder erstmal gucken wir mal. Wo ist denn der Forst? Forst. Und da ist er drin. Der 26.000. Ah, komm. Wir brauchen ihn. Breitreifen. Ah, Breitreifen. Muss schon sein. Den kaufen wir uns auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch eine Dolly dazu. Kaufen wir auch mit. Breitreifen, ja. Ja, kann Breitreifen haben. So. Sehr schön. Da haben wir schon mal. Ich bin aber so gar nicht eigentlich der Dolly-Fahrer. Da haben wir mal wieder was Schönes. Für den Forst.
Aber einen Forsttraktor haben wir noch gar nicht. Aber den brauchen wir erstmal noch nicht. So, und rückwärts. Ah, fast. So, und jetzt müssten wir... Auch noch nicht. Ach, Mensch. Ich bin so den LKW gewöhnt. Sehr schön, ne? Leute. Vorsicht, wir kommen. Schwertransporter. Ja, mit denen können wir lange Baumstämme. Mit denen können... Oh, warum hakt das denn gerade wieder so? Liegt das vielleicht an denen? Jetzt geht's wieder. So, da können wir schöne lange Baumstämme aus dem Wald holen. Aber Leute, wenn ihr wissen wollt, wie wir Bäume fällen, ob wir das hinkriegen, ob wir sie auch geladen bekommen, schaltet ein zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der Map zwei Stern. Ich sag immer, ich wollte mal zwei Stein sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.